Geht's dir? So Was unfair. hältst du von Black Desert? Ich Ich habe dich ja mal zwei, dreimal streamen sehen. weiß. Einfach mal in den Raum geschmissen. Jesu und Cassie hat es gar nicht gespielt, noch nicht, und Jesu hat es nicht so gefallen. Oh, jetzt kommt die Einkaufszentrum-Szene, an die ich mich immer erinnern werde. Sag nur Luftballons. Oh, wer ist denn das? Bleib doch hier. Jason. Jason. Und er hört einfach nicht. Jason. Es gibt Hausarrest. Jason. Jason. Jason, Jason, Jason. Ich hasse Clowns, habe ich das schon mal gesagt? Jason, du darfst nicht einfach so weglaufen, weißt du? Hier drin sind zu viele Leute. Bitte, Dad, kann ich einen haben? Ich hätte so gerne einen. Bitte, Dad, komm. Okay, wir kaufen einen Ballon. Cool. Hey, Großer, wie heißt du? Jason. Welchen Ballon möchtest du, Jason? Der rote. Bitteschön. Das macht dann $2, Sir. Jason, warte. Warte auf deinen Dad. Es ist wirklich voll hier. Es war schon lustig. Ich muss mir das nachher nochmal anschauen. Ich glaube, er hat ihm den blauen Ballon gegeben und Jason läuft mit dem roten weg. Naja. Gib ihm doch endlich die $2. Mein Gott. Kann ich den Clown auch umhauen und einfach wegrennen? Sir, Sie schulden mir $2. Stimmt so. So, jetzt ist Jason weg. Es ist unmöglich, in dem Gedränge Schuhe anzuprobieren. Wo ist Jason? Er war gerade noch da. Ich habe ihm einen Ballon gekauft. Und jetzt ist er weg. Einfach weg? Was meinst du mit weg? Du bleibst hier. Ich hole ihn. Bin sofort zurück. Jason! 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 Genau, Jason geht natürlich in ein Schuhgeschäft für Frauen. Ich weiß ja, dass ich raus muss. Jason! 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 Ja. Jason! Jason! So, jetzt kommt gleich eine heftige Szene. Jason! Ja. Jetzt habe ich wieder eine Taste verpeilt. Jason. Jason.
Jason! 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 Tja, das war nicht Jason. Yay! Danke, Tobi. So, jetzt müsst ihr aufpassen. Jetzt entschwebt der Luftballon. Ja. Naja. Ich gebe der Cassie recht, er wurde nicht wirklich angefahren, so hat's ausgesehen, aber er ist nicht mehr. Eine Quantic Dream Production. Ja, Tobi, das kannst du machen, genau. Einfach, ich glaube, du müsstest den Follow-Button drücken und dann kommt irgendwie dieses Mailfenster, ne? Schaut mal auf meinen YouTube-Channel vorbei, genau so ist es. Dort werde ich dann die Heavy Rain-Teile natürlich auch hochladen. Ja, jetzt geht's erst los, das war das Intro. Und das war ja damals, als es rauskam, grafisch das Nonplusultra, ne? Und Story sowieso. Wenn euch Heavy Rain gefallen hat, dann schaut auf alle Fälle auch Beyond Two Souls. Ja, hast noch nichts verpasst, Tobi. Guillaume de Fondamir. Außer Zero kennt jetzt das Game noch keiner hier und natürlich mehr so, ne? Ja, gefeiert. Ja, gefeiert hatte ich es auch. Ich habe es damals auf der PS3 nicht durchgespielt, weil ich dann irgendwie keine Zeit mehr hatte, zwecks Arbeit und so. Ja, aber hier habe ich Zeit. Vor allem kannst du... Das Gute ist, du kannst mehrere Tode sterben, ne? Jedes Mal. Mhm. Gänsehaut. Ne, aber die Beyond Two Souls, ich muss sagen, ich muss mir mal überlegen, ob ich die nicht nochmal schneide in 20 Minuten oder so, weil 3-4 Stunden. Und das Gute ist, auf der im PlayStation Store, wie gesagt, 9 Euro habe ich gezahlt, da ich Beyond Two Souls schon besitze.
Das heißt, ich weiß nicht, wenn man eins der beiden Spiele noch nicht hat, ob es dann auch 9 Euro kostet. Aber naja, 9 Euro ist es auf alle Fälle wert, wenn man überlegt, dass ich es auf der PS3 auch schon hatte. Oder noch habe, auf Deutsch gesagt. Genau, Rückspiegel. Muss sein, immer zuerst in den Spiegel gucken. Ihr kennt das sicher. Dann den, was, der fährt mit dem vierten Gang an, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay. Er hat das Ding auf 4 gestellt. Automatik. Aber die Heavy Rain Let's Plays mache ich dann, wie gesagt, in 20-Minuten-Takt. Das heißt, da kann man dann in Ruhe immer mal 20 Minuten gucken, braucht keine 3 Stunden auf einmal gucken. Ja, du kannst in Twitch, wenn du so hochlädst, auf YouTube sagen, er soll sie cutten in 15 oder 20 Minuten. Und das ist dann einfacher, dann brauchst du nicht 3-4 Stunden am Stück gucken. Und ich habe mich letztens nochmal über das... wie meinst du das? Du selber praktisch, oder was? Ja, ja, klar. Das kannst du, logisch. Hey, der guckt gerade Dragon Slayer im Fernsehen, habe ich gesehen. So, die Frau hat uns wohl verlassen. Und wir sind jetzt praktisch alleine. Sean hat noch keine Hausaufgaben gemacht. Allein, allein. Zeit, einen Happen zu essen. Vielleicht hat Sean Hunger. Mhm, habe ich mir auch gerade überlegt. So, komm, setz dich doch mal zu deinem Jungen, hallo. Was schaut ihr da gerade im Fernsehen? Ihr werdet es gleich sehen. Ist das Peter Pan? Oder... Interessant. Ah, die Schatzinsel, okay. Dann machen wir uns mal was zu essen. Ah, okay. Da ist der Kühlschrank. So. Was holt man zuerst aus dem Kühlschrank? Eine Flasche Bier, oder? Standard. Und jetzt stellen wir die geöffnete Flasche Bier zurück in den Kühlschrank. Das ist eine geile Sache. Bier aufgemacht und geöffnet wieder in den Kühlschrank gestellt. Sehr geil. Sehr geil. So. Snack, okay, Dinner und dann Bett. Ist ja eigentlich einfach. Wenn man sich in der Küche zurechtfindet. So, erstmal hinsetzen. Der schaut schon ziemlich fertig aus. Ja, das nimmt einen mit. So, Sean, wo gehst du hin? Grace hat Sean am Wochenende. Er scheint es kaum abwarten zu können, wieder bei ihr zu sein. Na komm, muss doch was zu essen geben. Der Junge soll ja nicht verhungern. Da oben ist eine kalte Pizza. Ja, es gibt kalte Pizza, da oben ist eine Lasagne. Könnte ich mir am Wochenende auch nochmal machen. Und jetzt nehmen wir das Bier raus, weil jetzt geöffnet und kalt. So. Muss ich es jetzt nochmal aufmachen? Nein, ich kann einfach trinken. Cool. So, auf Ex. So, mach zu die Tür. Na, trinken wir nochmal einen Schluck. Sehr geil. So. Jetzt mach die Tür zu. Aber stell die leere Flasche natürlich wieder in den Kühlschrank, bitte. Dankeschön. So, okay. Was war um 17.30 Uhr? Nix, okay. Nichts Wichtiges. Halt. Ist so geil, ich habe überall Uhren hängen, damit ich mich ja an den Zeitplan halte.